Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin etwas später dran, ja, DFB-Pokal, dementsprechend wollte ich die Partie noch aktuell aufnehmen. Kann immer mal passieren, dass ein verletzter Spieler oder sowas mit dabei ist oder jemand, der vielleicht sogar schon transferiert ist. Ist, glaube ich, jetzt diesmal nicht der Fall, aber ich kann es nicht ausschließen. Es ist alles kurz und kompakt. Trotzdem danke fürs Reinschalten und viel Spaß beim Zuschauen. Sicherlich war für Frankfurt das 1:1 gegen den FC Augsburg enttäuschend, aber auch Bielefeld beim 2:2 gegen Greuther Fürth konnte nicht sonderlich überzeugen. Aber Frankfurt wollte es besser machen und so starteten sie am Freitagabend auch gut in die Partie. Jesper Lindström im Strafraum dreht sich um seinen Gegner rum, Boré wird noch von Ortega gestoppt, den Rebound verwandelt aber Daichi Kamada. Vierte Spielminute, das 1:0 für die Eintracht, perfekter Start für die Adler im heimischen Waldstadion. Der erste Durchgang ging auch klar an die in schwarz gekleideten Gastgeber. Lindström, Schöpf kann es nicht gut klären. Boré an den Querbalken. Boré setzt nochmal nach. Setzt sich auch wieder durch. Der Kopfball ist dann aber zu hoch angesetzt. Gegen Andrade kommt er da zum Abschluss, aber wird eben noch etwas gestört. Es ging mit diesem 1:0 erstmal in die Pause, vollkommen verdienter Vorsprung. Arminia Bielefeld muss mehr und mehr bangen um den Klassenerhalt. Immerhin der eine Punkt brachte sie am letzten Spieltag zumindest an Stuttgart vorbei. Aber Frankfurt auch in Durchgang 2 dominant. Lindström findet Chandler, Kamada fast mit dem Doppelpack. Kommt aus ziemlich guter Position zum Abschluss. Ortega hat den Ball im Nachfassen. Frankfurt wollte den Deckel jetzt drauf machen, kurz vor dem Ende. Sebastian Rode, starker Pass zu Boré. Boré! Ganz knapp über den Kasten. Und so hielten sie Bielefeld am Leben und die Arminia, sie kam kurz vor dem Ende. Prietl zu Masaya Okugawa. Wie es kommen musste. Ausgleich in der 89. Minute, unfassbar bitter für Eintracht Frankfurt. Wieder müssen sie mit einer Punkteteilung leben. Arminia Bielefeld dürfte sich freuen über diesen späten Punktgewinn zum Auftakt in den 20. Spieltag. Der SC Freiburg empfängt am Samstagnachmittag den VfB Stuttgart im heimischen Europaparkstadion. Nach der Klatsche gegen Dortmund im Bundesligaspiel kam jetzt der VfB Stuttgart wie gelegen, die Schwaben extrem formschwach. Und so ist es Ermedin Demirovic, der mit der Hertha in Verbindung gebracht wird, zum 1:0. Der Sportclub war hier klar dominant und konnte durch Nicolas Höfler auch in der 37. Minute zum 2:0 aufstocken. Der VfB Stuttgart in der Defensive von allen guten Geistern verlassen. Aber Freiburg zeigt ja auch im Pokal gegen Hoffenheim, dass sie nach vorne wieder eine richtige Power entwickeln können. Höhler sieht Kevin. Schade. 3:0, 45. Minute. Die Partie damit eigentlich schon im ersten Durchgang entschieden. Aber Freiburg führte des Öfteren schon mal in dieser Höhe, auch gegen den VfB Stuttgart. Da wurde es mitunter am Ende nochmal ganz schön knapp. Aber in dieser Partie sollte es nicht mehr so weit kommen, auch wenn der VfB Stuttgart sich nun stabiler zeigte. Sie kam erst kurz vor dem Ende nochmal zu einer Tormöglichkeit. Eine wirklich gute Abschlusschance gab es bis dahin so gut wie nicht. Marc Flecken aber pariert den Ball. Wichtig, dass der wieder zurück ist. Kalajdzic kommt nicht durch. Es blieb beim 3:0 in der Höhe verdient. Starker Auftritt in Durchgang 1 von Freiburg. Danach schalteten sie in den Verwaltungsmodus. Bayern 04 Leverkusen gegen den FC Augsburg. Die Vorzeichen sind eigentlich klar, aber wir kennen ja Bayern 04 Leverkusen. Die tun sich auch zu Hause gerne mal gegen kleinere Außenseiter etwas schwerer. Und so war es hier auch. Ausgerechnet Ricardo Pepi mit dem 1:0, der ja hoch umworbene Topstar beim FCA, macht hier sein Debüttor. Ein wunderschönes, mit dem Seitfallzieher markierte er das 1:0 für den FCA, durchaus verdient zu diesem Zeitpunkt. Bayern 04 Leverkusen konnte dann aber aufwachen. Schick zu Diaby, 1:1, noch vor der Pause der Ausgleich, extrem wichtig für die Elf von Seoane.
der FC Augsburg in dieser Situation hinten nicht aufmerksam genug. Es ging erstmal mit diesem Unentschieden in die Pause. Der Durchgang 2 fing etwas zäh an, dann aber Amine Adli mit diesem Traumtor zum 2:1. Wird da von Schick wirklich gut in Szene gesetzt. Das ist auch ein toller Abschluss für Rafael Gikiewicz. Überhaupt nichts mehr zu halten in dieser Situation. Die nun beste Phase von Leverkusen. Und wieder hat Schick seine Füße im Spiel. Sieht Bälle Rabi 3:1, 74. Minute. Die 2-Tore-Führung nun ein Ruhepulsstifter, noch nicht ganz, denn der FCA kam nochmal. Meier, Pepi, was für ein Pass. Pedersen mit dem 3:2 in der 77. Minute. Der FCA war ergebnistechnisch wieder da, konnte daraus aber keinen Profit mehr schlagen. 3:2 der Endstand. Eine doch unterhaltsame Partie, endet aber verdientermaßen mit Sieg für Leverkusen. Pokalfrust bei Borussia Mönchengladbach, Pokalfeierei bei Union Berlin, die Vorzeichen, also sie könnten kaum unterschiedlicher sein. Gladbach enorm unter Druck, Union Berlin spielt mal wieder eine überragende Saison, auch wenn hier Gladbach besser in die Partie kam. Andreas Lute ist hier ein sicherer Rückhalt in dieser Szene. Und Union Berlin kam über Konter zu Möglichkeiten. Vogelsammer, Prömel zu Geraldo Becker. 0:1, 35. Minute, doch etwas aus dem Nichts, aber das sollte Urs Fischer und seinen Mannen komplett egal sein. Der Halbzeitstand sprach für die Eisernen, Borussia Mönchengladbach hatte Nachholbedarf. Sie taten sich schwer gegen gut stehende Berliner Gäste, die aber dann zwischenzeitlich etwas nachließen. In der 78. Minute der Ausgleich durch Christoph Kramer, auch verdient mittlerweile zu diesem Zeitpunkt. Gut geschossen, nicht zu halten für Lute. Und Gladbach wollte mehr, wollte unbedingt den Sieg. Den brauchen sie auch tabellarisch gesehen, um ein bisschen Luft sich zu verschaffen. Aber die letzte Chance, sie konnte nicht den Weg ins Tor finden. Lars Stindl setzt den Schuss etwas zu hoch an. Lute muss nur hinterher schauen. So endete diese Partie mit 1:1. Damit werden die Gäste aus Berlin deutlich besser leben können. Gladbach tritt auf der Stelle. Die Spielvereinigung Greuther Fürth ist noch lange nicht K.O. Das zumindest so der Eindruck, den man hatte gegen Arminia Bielefeld zu Hause. Aber tun sie sich ja immer noch mal ein Stück schwerer. So war es auch der Gast aus Mainz, der deutlich besser in diese Partie fand. Unter der Woche die Mainzer im Pokal noch ausgeschieden beim VfL Bochum. Und man sah auch, dass sie kräftetechnisch vielleicht nicht ganz auf der Höhe waren, denn Greuther Fürth wurde mit zunehmender Spielzeit besser. Und so ging das Kleeblatt in Führung. Jamie Leveling, der ja ein wunderbares Tor hier erzielt zum 1:0 für das Kleeblatt. Und Mainz nun völlig von der Rolle. Leveling, 2:0, Doppelschlag. Da lässt sich Niakate so verschaukeln, wie man das von ihm wohl so gut wie noch nie gesehen hat. 45 Minuten gespielt, 2:0 für Fürth. Und Mainz musste jetzt eben mit den 90 Minuten in den Knochen hier irgendwie zurückkommen. Burkhardt, Jason Lee, zumindest der Anschluss in der 70. Minute. Mainz war also zurück im Spiel und es ergaben sich noch viele Möglichkeiten für die Mainzer. Bis dahin wollte der Ball aber nicht zum Ausgleich über die Linie. Stach, Burkhardt, Jason Lee nochmal, Karim Onisivo, doch Burkhardt hält das 2:1 fest. Und so konnte sich Greuther Fürth tatsächlich den zweiten Sieg, den zweiten Heimsieg auch in der Saison sichern. 2:1 und über 90 Minuten gesehen nicht unverdient.
Hoffenheim und Dortmund mussten unter der Woche erhebliche Pokalschlappen hinnehmen. Hoffenheim verlor hier zu Hause gegen Freiburg. Dortmund musste sich dem Tabellenführer aus der zweiten Liga, dem FC St. Pauli, geschlagen geben. Und dementsprechend beide Mannschaften mit viel Wut im Bauch. Der BVB konnte das in der ersten Halbzeit vor allem deutlich besser in Energie umsetzen. Großchance von Malen vergeben. Der anschließende Eckstoß, Guerrero bringt den gefährlich rein. Meunier, der ist brutal gefährlich aktuell per Kopf. Hatte er ja gegen Freiburg in doppelter Manier unter Beweis gestellt. Hier kommt er wieder zum Kopfball. Tolle Parade von Oliver Baumann. Der sicherte den Sinsheimern zumindest für den ersten Durchgang erstmal hinten eine reine Weste. TSG Hoffenheim aber nach vorne noch viel zu unauffällig. Und das sah auch im zweiten Durchgang erstmal weiterhin so aus. Malen, Meunier sieht Erling Haaland. Dass der sich da so frei bewegen und drehen kann, ist sträflich und wird folgerichtig bestraft. Das verdiente 1:0 für die Gäste, die auch weiterhin den besseren Eindruck machten. Julian Brandt. Daniel Malen sieht wieder Brandt. Der verpasst aber die Vorentscheidung in der 72. Spielminute, weil Baumann ein richtig gutes Spiel machte. Teilweise starke Paraden hier zeigte. Aber seine Vorderleute, sie machten einfach zu wenig. Es kam nichts bei rum. Der BVB aggressiver und willensstärker. Nächster Abschluss, Haaland. Doch wieder scheitern die Borussen an Oliver Baumann. Der konnte aber an dieser Niederlage dann auch nichts mehr ändern. Hoffenheim machte nach vorne viel zu wenig. Dortmund gewinnt eigentlich noch zu niedrig mit 1:0. Aber die 3 Punkte dürften für die Gäste das Wichtigste sein. Das Topspiel zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln klingt vielleicht erstmal komisch, aber es sind beides Mannschaften, die in dieser Saison durchaus überraschen konnten und positiv überzeugten. Und so war es auch an diesem Samstagabend. Ein tolles, ein packendes Spiel. 1:0 Milos Pantovic für den VfL Bochum. Aber der 1. FC Köln, der ja unter der Woche im Pokal rausflog gegen den HSV in der Glückslotterie beim Elfmeterschießen, konnte sich hier wieder aufbäumen. 1:1 Anthony Modest, der Halbzeitstand. Die Bochumer, sie hatten ja deutlich mehr Glück im Pokal, gewannen gegen Mainz und sind somit im Viertelfinale mit dabei. Durchgang 2 wurde nicht minder spektakulär. Gut, was für ein Pass zu Anthony Modest. Spiel gedreht, 58. Minute. Dieser Pass, dann diese Annahme von Modest, der steht nicht im Abseits, keine Hand mit dabei. Wunderbarer Abschluss, nicht zu halten für Riemann. Aber der VfL Bochum noch lange nicht tot und richtig, richtig lebendig. Durch Sebastian Polter, 75. Minute, 2:2. Letzte Woche gegen Mainz noch ein Elfmeter verschossen, kläglich fast. Hier macht er den Ausgleich. Und Sebastian Polter war hungrig. Der Stadionsprecher war noch dabei zu feiern. Da machte er schon das 3:2. Unglaublich, was sich hier abspielt. Das Topspiel hatte seinen Namen verdient. Schwebe sieht hier nicht ganz glücklich aus. Noch einmal der 1. FC Köln. Modest sieht Sali Özkan. 3:3. In der 90. Minute doch noch der Ausgleich. Ein spektakuläres Spiel findet sein fantastisches Ende. Ein Remis, das eben auch wirklich keinen Verlierer verdient gehabt hätte. Bochum wird sich ärgern, aber in der Retrospektive werden auch sie sagen, das war ein tolles Spiel. RB Leipzig ist auf einem aufsteigenden Ast, der VfL Wolfsburg hingegen im freien Fall. Die Vorzeichen eigentlich klar, aber plötzlich war hier der VfL Wolfsburg die aktivere Mannschaft. Erste gute Chance gehörte dementsprechend auch den Gästen. Dodi Luke Bakio setzt diesen Kopfball etwas hoch an Gulaschi, fliegt, kommt aber nicht mehr ran. Der Ball haarscharf über den Querbalken. Aber der VfL Wolfsburg, er konnte hier
irgendwie mal wieder zeigen, zu was sie normalerweise imstande sein könnten. Und so machten sie das 1:0. Luca Waldschmidt mit dem 1:0. Gulaschi sieht gar nicht gut aus in dieser Szene. Leipzig aber noch mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Angelinho mit diesem Freistoß in der 38. Minute. Dieser geht aber knapp übers Tor. Somit ging der Halbzeitstand von 0:1 durchaus in Ordnung. Ein beeindruckender Auftritt der Wolfsburger. So gut hatte man sie relativ lange nicht mehr gesehen. Aber RB Leipzig, sie haben eben auch ihre Stärke zuletzt doch des Öfteren wiederfinden können. Und das ist Henrichs. Toller Pass auf Kevin Campbell, der ist kein Torjäger und verzieht. In der Schlussphase ein offener Schlagabtausch. Der VfL Wolfsburg kam zum 2:0. Luke Bakio in der 83. Minute startet im richtigen Moment, behält die Nerven, überwindet Gulaschi. Und somit brauchte Leipzig in der Schlussphase zwei Tore. Eines bekamen sie sogar noch durch Yusuf Paulsen in der ersten Minute der Nachspielzeit. Es wurde am Ende aber nichts mehr mit dem Punktgewinn. Wolfsburg kann tatsächlich noch gewinnen. Sie spielten gut und verdienten sich damit die 3 Punkte an diesem Sonntagnachmittag. Die Hertha tritt aktuell von einem Fettnäpfchen ins andere. Ligatechnisch sieht es ganz schlimm aus. Dann zu Hause im Pokal von Union Berlin abgewatscht worden. Mit 3:2 verloren sie und nun ausgerechnet der FC Bayern München zu Gast. Es gibt durchaus bessere Situationen für einen Verein. Hier ist es die erste Abschlusssituation. Schwolo aber noch mit der Parade. Der FC Bayern vollkommen spieldominant. Lewandowski legt sich den Ball eigentlich auf den falschen Fuß, legt ihn dann aber quer. Auch das ist Robert Lewandowski stark gemacht. Müller ist natürlich völlig frei. Da muss die Hertha sich mal wieder die Frage gefallen lassen, was zum Teufel machen sie da in der Defensive. 1:0 nach 45 Minuten, eigentlich noch zu wenig für die Münchner. Aber sie konnten damit leben, weil die Hertha nach vorne nahezu unsichtbar war. Knappe Stunde von der Uhr, Leroy Sané spazierte einfach mal so durch ein paar Spieler hindurch. Der Einzige, der noch ein bisschen Gegenwehr zeigte, war Alexander Schwolo. Hier pariert er ganz gut. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Von der Hertha kam bis zur 90. Minute nichts mehr. Die letzte Aktion noch einmal Schwolo, sinnbildlich. Und trotzdem ein Sieg für die Gäste. Schmucklos, arbeitstechnisch, aber einwandfrei. 1:0 für die Bayern. Jo, das soll es mit dieser Prognose gewesen sein. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.